Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Ab August, also seit gestern, veröffentliche ich meine Videos immer sonntags um 10 und dienstags und donnerstags um 18 Uhr. Bitte lasst mich unten in den Kommentaren wissen, ob diese Veränderung des Rhythmus für euch einen Unterschied macht und was ihr davon haltet. Wir arbeiten mit Microsoft 365, Microsoft Office zunehmend mit verschiedenen Anwendungen, sowohl in der Web-Version als auch in der Desktop-Version. Und bei OneNote ist das insofern ein bisschen irritierend, weil die Navigation etwas unterschiedlich ist in den beiden Anwendungen. Ich zeige euch das hier mal. Und zwar haben wir hier OneNote im Web und ihr seht auf der linken Seite Notizbuch mit Abschnitt und hier den verschiedenen Seiten. Auf der linken Seite alles. Und wenn ich wechsle zu OneNote Desktop, dann haben wir zwar auch auf der linken Seite das Notizbuch und den Abschnitt, aber wir haben auf der rechten Seite die Seiten. Und wenn man jetzt immer mal wieder zwischen diesen beiden Anwendungen wechseln muss, dann wäre es ganz praktisch, wenn die von der Navigation gleich sind. Die Web-App könnt ihr an dieser Stelle nicht umstellen, aber die Desktop-App, die wir hier vor uns haben, könnt ihr umstellen. Und zwar macht ihr das über Datei, Optionen, Anzeige und dann seht ihr hier Seitenregister links und bestätigt mit OK. Und damit kommt das Seitenregister von rechts nach links. Und wenn ich jetzt mal wieder zurückwechsel in die Webversion, dann seht ihr, dass die Darstellung jetzt hier doch sehr ähnlich ist. So müsst ihr also nicht mehr beim Wechseln zwischen den beiden Anwendungen euch neu orientieren. Ich mache übrigens demnächst ein Video, ein ausführlicheres Video zu diesen ganzen Versionen, Varianten, Plänen und so weiter, die Microsoft inzwischen für seine Software zur Verfügung stellt. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Arno.